Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Ich bin Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute gibt es wieder ein Monday-Special und wir knüpfen an die Folge von letzten Donnerstag. Das war die Folge 73 zu dem Thema Gefühle und warum jedes Gefühl seine Berechtigung und seinen Daseinszweck hat. Ich habe darüber gesprochen, dass Emotionen oft klassifiziert werden in negativ und positiv und habe gesagt, dass es manchmal vielleicht ganz cool sein kann, einfach das Wording zu ändern und unangenehm oder angenehm als die beschreibenden Worte zu benutzen, weil auch die negativen Emotionen oder die unangenehmen Emotionen können einen positiven Effekt für uns haben. Und in dem Zusammenhang hatte ich das Beispiel genannt, dass es sowas wie funktionalen Ärger bzw. funktionale Wut gibt, die Energie freisetzt und uns irgendwie weiterbringt. Ärger bzw. Wut kann gerade in sozialen Interaktionen ausgelöst werden und aber gerade da auch positive Effekte haben. Und es kommt halt immer auf die Umstände an. Es kann genauso negative Effekte haben, aber die positiven sind nicht zu missachten. Und deshalb möchte ich dir heute 3 Fakten über Wut mit auf den Weg geben, die hoffentlich so ein bisschen dieses negative Bild auflösen und in Situationen der Wut auch ein bisschen Klarheit schaffen, warum diese Wut jetzt überhaupt hochkommt und welchen Sinn und Zweck sie hat, jetzt genau in diesem Moment so ungünstigerweise aufzutauchen. Wichtig ist für dieses Wissen über Wut, dass Emotionen generell für uns als Quelle der Informationen dienen können. Das heißt, Wut sollte in der Regel auch genutzt werden, damit der Informationswert auch für die andere Person nicht verloren geht. Zum Beispiel in einer Beziehung kann, wenn der Partner wütend wird über irgendwas, kann das auch der Partnerin oder dem Partner gegenüber zeigen, dass da eine Wichtigkeit mitschwingt und dass dieses Thema der Person extrem wichtig ist, was auch eine wichtige Information ist. Und deshalb sollte auch Wut offen gelebt werden. Natürlich nicht in Form von Gewalt, sondern in Form von Auseinandersetzung mit der Wut. Der erste Punkt zu Wut, über den ich sprechen möchte, ist, dass dieses Wut rauslassen, von dem ich eben geredet habe, super gesund ist. Das Hineinfressen oder in sich hineinfressen von Wut ist hingegen ungesund. Es wurde festgestellt, dass wenn Wut in sich hineingefressen wird, dass das Herz schneller erkrankt und dementsprechend ist es sehr wichtig, die Wut rauszulassen. Das Ganze macht für mich auch total Sinn, weil wenn wir Wut in uns spüren, passiert ja auch in unserem Körper irgendwas. Also wir haben bestimmte hormonelle Prozesse, die in Gang gesetzt werden und das muss auch irgendwie wieder abgebaut werden. Und wenn wir dann das einfach runterschlucken, dann wird da irgendwas nicht abgebaut, was eigentlich dafür gemacht wurde, abzubauen. Und das macht auch für mich total Sinn, weil das ist ja eine Energie, die durch diese körperlichen Prozesse auch entwickelt wird. Und diese Energie muss dann konstruktiv genutzt werden. Das heißt, es ist auch mal okay, auch mal sauer zu sein. Also man kann auch nicht immer super happy sein. Es ist auch gut, zwischendrin mal sauer zu sein. Der zweite Punkt über Wut ist, das habe ich gerade auch schon angesprochen, dass Wut eben Kräfte freisetzt und Energie freisetzt. Und eben diese Kräfte und diese Energie können häufig Änderungsprozesse in Gang bringen. Weshalb auch Wut häufig sehr wichtig ist, weil es fast schon wie als Startsignal für eine Veränderung dient. Also irgendetwas löst Wut in uns aus und erst dadurch trauen wir uns einen wichtigen Schritt in Richtung Veränderung zu gehen. Und häufig erkennen wir dann im Nachhinein, wow, dieser Schritt in Richtung Veränderung war absolut entscheidend für mich und für meinen Weg. Und es war absolut entscheidend, dass ich jetzt da bin, wo ich bin in meinem Leben. Der dritte Punkt über Wut ist, dass Wut die Kreativität anregen kann. Wenn wir wütend sind, dann sind wir häufig nicht mehr so, also es sei denn, wir sind jetzt auf ein Detail wütend, aber wenn wir wütend sind, dann sind wir häufig nicht mehr so super detailbesessen und können leichter das große Ganze sehen. Und gerade wenn es dann um ein Problem geht oder um irgendeine Situation, wo eine Lösung gefunden werden muss, hilft uns Wut dabei, neue Lösungswege zu entdecken und sie leichter umzusetzen, weil durch diese Energie, die freigesetzt wird, ein anderer Blickwinkel entsteht und ein anderer Blickwinkel regt einfach immer unsere Kreativität an.
Und das finde ich persönlich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt von Wut. Nachdem wir jetzt über diese drei Fakten gesprochen haben, ist ja ein Monday Special, geht hier heute super flott mal wieder, möchte ich noch sagen, dass ich einen Tipp für dich habe, und zwar, dass Wutauslöser gut aufgehoben sind, wenn du sie nicht direkt leben kannst oder wenn sie länger anhalten und du die Wut irgendwie nicht los wirst, dass sie gut aufgehoben sind auf einem Blatt Papier. Und zwar sie einfach mal schriftlich festzuhalten und auf dieser Grundlage auch zu reflektieren. Also wirklich mal vor deinem Auge zu sehen, okay, was macht mich hier eigentlich gerade wütend und was kann ich vielleicht jetzt daraus machen? Vor allem mit dem Wissen, dass es wichtig ist, seine Wut umzusetzen, dass Wut Veränderungen auslösen kann und dass Wut Kreativität freisetzen kann. Das wäre es von mir heute am Montag zum Thema Wut und Ärger. Und ich hoffe, dass dir dieses Monday Special gefallen hat und dass es auch ein Thema war, was dich interessiert hat. Ich freue mich jederzeit über dein Feedback und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes. Ich poste auch eigentlich fast immer etwas zu der Folge, die neu rauskommt oder zu dem Special bei Instagram oder Facebook. Also auch da kannst du mir sehr, sehr gerne deine Gedanken dalassen. Darüber freue ich mich sehr und trete auch sehr gerne in die Interaktion mit dir. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich dir jetzt erstmal einen super, super Start in die Woche. Share and grow, deine Muriel.